Können wir jetzt noch mal rein und machen wir das noch mal jetzt hier? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blocky und Schluffy. Wir testen McDonald's in Spanien. Das kam euch immer gut an und hier gibt es ja mal neue Produkte. Und wir haben gesehen, hier gibt es den Buffalo, der sieht crazy aus und den testen wir jetzt. Ja, mit Shaker Fries zusammen für einen Zehner. Nehmen wir einmal, oder? Ja. Der Drink. Aquarius. Dann ein, was ist das? Sunshot, kenne ich nicht. Lass probieren. Okay. Ja. Add order? Add to order. War ja aber richtig ransichtiger. Haben wir hier nichts Neues? Das ist ja, Spanien wechselt nicht so oft, haben wir schon gemerkt. Also in Deutschland ist ja wöchentlich wechselt. Triple Mayo haben wir aber schon ein Video auf unserem Kanal. Richtig. Deswegen immer, wenn wir hier sind, gucken wir, ob es neue Burger gibt. What's new? Siehst du hier? Das sind alles neue Sachen. Einfach nichts Neues. Wollen wir noch spenden? Lass mal spenden. Guck mal hier, du kannst 30, 50 oder 1 Euro spenden. Ah, 1 Euro schon. Okay. Ja, dann sehen wir uns draußen. So, da ja, haben wir. Ja. Neue Folge von Blocky und Schlobi. Wir testen den neuen. Komm nochmal mit Laune rein. Den neuen McDonald's Chicken Buffalo. American Style Chicken American Buffalo. American Style Buffalo Burger. Yeah. Ach, wir haben ja schon wieder Shaker Fries gesehen. Diesmal haben wir Shaker Fries bekommen, oder? Komm, das ist ja auf jetzt hier. Nein, 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 das ist nicht wahr. Noch, oder? Hier ist die Shaker Fries Tüte, glaube ich. Aber wir haben die Deluxe gerade bestellt. Ich habe sogar auf Video. Nee, ich habe sie noch mal rausgenommen. Ja? Na, okay, ja. Na gut, okay. Aber diesmal haben wir die Tüte bekommen. Genau. Ein Wunder ist geschehen. Man macht sich die hier rein einfach. Die Pommes. Gab's sowas schon mal in Deutschland? Ich habe es auf jeden Fall noch nie gesehen. Aber wenn ihr sowas seht, dann bestellt euch die zu 100%, weil die sind krass. Wir kriegen doch mal so ein Upgrade. Normale Pommes. Aber normalerweise hast du eine größere Tüte gehabt, oder? Ja, 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 auf jeden Fall. So, ihr habt hier einfach so ein Pulver drin. Geschüttelt, ja, nicht gerührt, möchte ich denn. Ja, machen wir nochmal so. Easy. So, probier mal. Einfach geiler irgendwie, ne? Mhm. Schmeckt direkt nach Fuß. Ach, ist ja nochmal so, das ist ja so ein bisschen. So Käsepulver schmeckt ein bisschen nach Fuß. Nein, das ist aber ein sehr leckerer Fuß. Und wir haben auf jeden Fall ein Eis, was ich auch noch nicht kenne. Viele essen auch immer so Milchshake und Eis mit Pommes, oder? Ja. Ich unter anderem auch. Pommes einfach du nur. Ist alles. Das oder so, aber einfach eine Pommes eindippen in Eis ist lecker. Jetzt vielleicht nicht mit dem Pulver. Ja. Ja, ja. Aquarius muss immer sein, meine Freunde. Wir hätten auch gerne mehr Neues getestet, aber gab nicht mehr Neues. Ein einziger Burger. Das war's. Mehr Neues ging nicht. Was ist da los? Wir sollen doch immer alles wie die anderen machen. Die anderen testen auch nur einen Burger, der neu ist auf ihrem Zeitkanal. Stimmt, ja, dann essen wir jetzt auch nur einen einzigen. Wir haben auf jeden Fall immer anderen Käse hier. Das ist völlig American Style. Ey, guck dir das mal bitte an. Wir haben ja wirklich gesagt, nie wieder McDonald's, aber diese Formate stimmt, zwingen. Das ey, haben wir auch gesagt. Guck dir das mal bitte an. Wer macht denn sowas? Ich verstehe es nicht unbedingt. Das ist eine der traurigsten Sachen, die ich jemals gesehen habe, Digga. Warum tun wir uns das eigentlich immer wieder an? Keine Ahnung. Es ist ein bisschen wie ein Autounfall. Man möchte man nicht hingucken, nicht, ja. Aber man macht's halt. Weil es immer von der Nase ist. Jetzt bin ich mal wirklich. Und wie viel American Style steckt in diesem Burger? Und machen wir nochmal so, du hast da noch alle voll geschludert. Also. Was? Wie was? Ich dachte, jetzt kommt er. Jetzt ist es der Burger der Burger. American Style, Digga. Ne? Immer. Wenn man sich das anmaßt. Das schmeckt, wie er aussieht. Wie traurig? Ja, ja. Traurig. Dann probier doch mal deinen auf. Man kann es dir echt nicht mehr geben. Man muss echt boykottieren. Guck mal. Guck mal bitte, wie das hier aussieht. Also das verstehe ich wirklich nicht. Burger King gibt sich immer sehr, sehr viel Mühe für ihre Burger. Die sehen gut aus, die schmecken gut. Das ist jetzt nicht so mein Ding. Ne? Wollen wir das mal probieren mal bitte dein und dann machen wir was anderes draus. Probieren wir erstmal dein. Das Ding ist, ich weiß schon, was wir machen und ich hab Bock drauf. Ich hab wirklich. Was machen wir denn? Wir essen die Bohnen gleich, ne? Was? Willst du das mit dem Bohnen verknüpfen? Dass wir das hier. Na, die wir geholt haben. Oder willst du es nicht machen? Nein? Okay, dann weiß ich es nicht. Dann nehme ich es zurück. Dann weiß ich es nicht. Hätte ja sein können, dass du dieses eklige Essen abbrechen möchtest für was anderes Leckeres. Ich möchte nicht, dass du jetzt aufs Tablett kotzt. Hast du auch wieder recht. Ess erstmal. Ja. Und dann sage ich dir. Okay. Ja, also meiner sieht auch super aus. Ja, das ist eine der traurigsten Sachen, die ich jemals gesehen habe. Aber gut. Ja. Lieblos war McDonald's aber leider schon immer. Ja, aber das ist schon endstufig. Wie Angelecke kann man gucken, wenn man in einen Burger beißt? Irgendwie fehlt da alles, nur eine Soße. Die Soße macht gar keinen Sinn, die schmeckt nach gar nichts, außer süß und komisch.
süß. Haben wir die gleiche Soße, Alter? Meine ist sauer. Also komisch einfach, Konservierungsstoffe so. Danke, ich wollte sagen. Danke für die Konservierungsstoffe auf meinem Burger. Der Käse ist grausam. Und die Soße ist grausam. Patty ist auch grausam hier, braucht auch kein Mensch, habe ich auch liegen lassen. Ist wirklich schlimm. Lass das sein. Das ist wie Gummi, Alter. Da drüben ist Burger King. Und Schnuffi, geh doch mal rüber und hol mal von Burger King den mit dem Spiegelei. Und dann gucken wir mal, was das für ein Vergleich ist, okay? Sehr gerne, ne? Schauen wir uns das mal an. So, nimm mal dein Handy mit. Ja. Zeig mal, wo Burger King ist. Wir sind genau nebeneinander. Hallo Freunde, kommt mal mit! Ich muss euch aber kurz was zu trinken klauen. Ja. Ich muss was trinken. Hol dir nur einzeln. Den mit dem Spiegelei haben wir noch nicht probiert. Ja, ein? Nein. Ich hol mal kurz einen, ne Freunde? Ab geht's. So, direkt, gebt euch das mal. Wir haben hier einmal Taco Bell, dann haben wir hier McDonald's und dann haben wir hier Burger King. Also alle Food-Giganten sozusagen nebeneinander. Es tut mir so leid, dass wir McDonald's immer so runterreden, aber es ist auch einfach scheiße. So, mal gucken, ob es besser wird jetzt hier. Und dann ganz unten Originals Campesina. Freunde, guckt auch mal bitte, wie der aussieht. So auf dem Bild. Und wir nehmen den einfach einzeln. Ne? Da haben wir den, Bruder. Und jetzt geht's damit ab zu Blocky. Batman! Der mit dem... Mit dem Spiegel. Hab ich noch nicht gesehen, ich sag dir, der wird krass. Ich sag mir so viel, auf der Anzeigetafel sieht er sehr, sehr krass aus. Und das Personal ist auch unfassbar freundlich gewesen gerade schon wieder. Okay, jetzt sei dabei. So, vergleich bitte einfach nur die Aufmachung unglaublich, von diesem Burger zu McDonald's. Warte mal, wir können doch direkt hier neben mal. Ja. Mach mal auf. Also das ist so ein Haufen Scheiße. Und das hier sieht einfach nach einem Burger aus. Oh. Da ist sogar ein richtiges Spiegelei drauf. Ja. Mit Manchego-Käse drunter. Schaut mal. Ich kann das erstmal teilen. Die Beefpatty-Scheibe sieht auch top aus. Und wie kann man denn so unterschiedlich sein? Verstehe ich immer nicht. Warte mal, bevor du da reinbeißt, wollen wir ein Bild für Thumbnail vielleicht mit dem Burger zusammen machen? Machen wir. Wir sind wieder da. So, jetzt sag mir bitte, dass das die Rettung ist heute. Man hätte den auch mit zwei Scheiben Fleisch bestellen können, nochmal ja, zusätzlich. Aber der Kumpel von dem ist ja der mit den getrockneten Tomaten und so. Den fand ich ja schon so lecker. Das war der einer der besten Burger, die man fastfood-technisch hinkriegen kann. Richtig wie ein Burger. Einfach wie ein Burger. Aber ein guter? Kann man gar nicht vergleichen. Ich frag mich auch warum, weil im Grunde genommen hat ja McDonald's die Möglichkeiten, weißt du? Ist ja, ich nicht glaube so mal, McDonald's lag eine Zeit lang vorne und dann, warte mal, dann dachte ich Burger King, ey, wir müssen irgendwie was machen. Mhm. Und die haben wirklich gemacht. Ja. Burger King hat, glaube ich, einfach alles, was McDonald's vorher verkackt hat, tausendmal besser gemacht. Ob es die veganen Varianten sind, die jetzt gerade kommen, ne? Ob es die Burger an sich einfach sind, die nicht veganen sind, die machen einfach alles besser. Die reiten sich auch langsam selber in die Scheiße, das ist nur Müll. Ja. Auch wirklich ein schöner Fleischgeschmack, muss man wirklich sagen, wie sie auch gerade schon gesagt hat. Da ist sogar gerne das Patty auch zum Schluss. Das ist wirklich gut. Auch der Burger-Bun, schöner buttiger Bun, frischer Rucola-Salat drauf. Das Ei ist nicht frisch in der Pfanne gebraten. Das kommt aus den Konvektomaten, klar. Ja. Aber trotzdem ist es super gemacht. Ein bisschen Feldsalat ist noch mit drauf, ne? Ja. Ja. Beef and Grill. Ganz einfach. Es ist Grillgeschmack am Start. Aber warum macht es denn McDonald's? Warum reitet man sich denn selber so in den Abgrund mit so unfassbar schlechten neuen Produkten? Das ist ja voll peinlich. Irgendwann geht kein Mensch mehr zu McDonald's. Das kann man ja gar nicht anbieten. Wie scheiße. Die haben es nicht mal geschafft, den Käse irgendwie richtig aufzulegen. Bei keinem Burger übrigens. Mhm. Bei keinem Burger. Ich stehe da in der Küche, da stehen ja Menschen. Ja, sind ja keine Roboter. Für den Gast will ich das übrigens vernünftig hinlegen, oder? Schwierig, Digga, schwierig. Also wie gesagt. Also wieder mal bleibt zu sagen, wir lachen McDonald's aus und lieben Burger King. Ja, wie immer. Aber ist ja auch einfach die Wahrheit. Viel bleibt gar nicht mehr zu sagen. Wir drehen nachher noch zu Hause eine andere schöne Sache. Ja, diese Kotzbohnen. Diese
Jellybellies. Wie oft, wird sehr lustig. Wie oft habe ich gebrochen, Digga, in der Wohnung? Ja. Aber du stehst da irgendwie drauf. Ja, ist es irgendwie wie so, Glücksspiel ist nichts Gutes, aber wie Glücksspiel. Macht Spaß. Ist es jetzt aber lecker oder kann ich kotzen? Dann kotzt du nur ab, wenn du was verloren hast. Ja, richtig. Wir hatten gerade bei der Diskussion, welcher Laden größer ist oder welches Unternehmen. Und du hast immer noch überzeugt gedacht, dass Burger King mittlerweile wenigstens genauso groß ist, ne? Nähert, ja. Also, ja. Ja, näher dran auf jeden Fall so. Aber wir haben gerade geguckt und McDonald's hat wirklich immer noch 3,5 Milliarden Euro Umsatz gehabt und Burger King 955 Millionen, ne? Also nach der Statistik, wo wir gerade reingeguckt haben, ich kann es nicht verstehen mittlerweile, weil McDonald's ist ja nicht erst seit gestern so scheiße. Es ist ja schon anderthalb, zwei Jahre jetzt wirklich massiv aufgefallen, wie hart Burger King sich jetzt momentan dieses Rennen macht. Also, verstehe ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Wirklich krass, der Unterschied ist noch so groß. McDonald's-Filialen sind immer über Nacht da. Hat jemand von euch mal gesehen, wie McDonald's... Habt ihr schon mal gesehen, wie McDonald's gebaut wurde? Ich hab's noch nie gesehen, aber dann war es da. Als würden die über Nacht so ein Kommando rausschicken und McDonald's-Filialen bauen. Keine Ahnung. Für mich gehört Burger King ganz klar an die Spitze. Ey, das ist eine neue Folge von... Danke, dass ihr vorbeigeschaut habt auf unseren zwei Kanälen. Oh, danke, vielen Dank.